Vorname. Ob bescheuert oder cool, kurz oder lang, altmodisch oder hip. Der Vorname ist zentral für die eindeutige Identifizierung einer Person und damit eine wichtige Basiseigenschaft in einem Business. Dazu lässt sich zumindest im deutschen Sprachraum ziemlich eindeutig vom Vornamen auf das Geschlecht schließen. Mit Hilfe von Listen beliebiger Vornamen verschiedener Geburtsjahrgänge kannst du sogar oft das Alter einer Person einschätzen. Ein Tor Ralf? Interessant. Haben wir auch noch nicht gehört. Oder eine Hildegard sind wohl kaum unter 30. Ein Kevin oder eine Mandy dagegen selten über 50. Kevin oder Mandy. Ja, der Kevin. Der Kevin kommt aus dem Osten. Sagen böse Zungen. So. Obwohl es ja nicht schlecht ist, um im Osten zu kommen. Mittlerweile haben die eine schöne Infrastruktur, teilweise aus dem Westen. Logo und Design. Ah, hatte ich ja noch nicht. 800 Profile und 20 Aufladungen. Die Oberfläche muss glänzen. Dein Projekt muss von vorn bis hinten durchgestellt sein. Also nochmal. Die Oberfläche muss glänzen. Dein Projekt muss von vorn bis hinten durchgestellt sein. Dann ist der Erfolg sicher. Je cooler die Gestaltung deines Firmenoutfits, desto mehr Kunden kannst du ihre Daten abluchsen. Boah, hier nicht mehr viel zu sagen. Partnerschaften mit verschiedenen Ketten. Lese ich jetzt einfach mal durch. Neu Ernährungsverhalten. 1200 Profile. 3 Risiko. Aufladung 60. Die Partnerschaft mit einer Supermarktkette ist nur der erste Schritt. Danach kannst du dein Kundenkartensystem immer noch an Tankstellen, Möbelketten, Buchhandlungen oder Fitnessstudios verdrehen. Ah ja, interessant. Man lernt immer wieder dazu. Partnerschaft mit Möbelhausketten. Erhöht deine Reichweite durch eine Partnerschaft mit einer Möbelhauskette. Die geschickte Familienclubkarte ist bei jedem Einkauf dabei. Durch die Analyse des Kaufverhaltens über einen längeren Zeitraum kannst du auf das Einkommen rückschließen. Neu Einkommen 8000 Profile, 3 Risiko allerdings mehr und 40 Dollar mehr beim Aufladen. Partnerschaft mit Buchhandlungskette. Erhöhe deine Reichweite durch eine Partnerschaft mit einer Buchhandelskette. Durch die Analyse des Kaufverhaltens über einen längeren Zeitraum kannst du auf die politische Einstellung schließen. Rückschließen. Politische Einstellung 6000 Profile, 3 Risiko und 30 Aufladung. Bonusprogramm. Nett, die Kunden und Kundinnen bekommen leckere Bonusangebote, wenn sie einen kleinen Fragebogen ausfüllen. Die Antwort dient natürlich ausschließlich zur Verbesserung des Services. Erklärt sich von selbst. Plus unsere 4000 mehr Profile und ja, die Aufladung ist ja was anderes. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen auf Geld warten und ich kann wieder was langsamer reden. Obwohl, es geht schneller, als ich gedacht habe. Also, ich bin jetzt geschätzt bei 40 Minuten. Also, kann ich doch vielleicht ein bisschen wieder vom Speed runtergehen. Und dann ist die Leiste hier oben unsere Energie. Und ich habe jetzt ein Spiel, wo ich die Maus sehe. Da bin ich echt richtig glücklich drüber. So, 197.000 Profile. Bye. Also, nachher hast du auch so 200.000 oder so Daten, die dann irgendwann mal einsammelt. Also auch schon übel. Also Realität, also jetzt nur für die Leute, die sich da jetzt nicht so auskennen, gibt wirklich einen Datenschwarzmarkt, wo man auch wirklich Datensätze verkauft und die Preise sind nicht gerade niedrig, weil gut, zum Teil, also zum einen sind die natürlich illegal, ist ja ein Schwarzmarkt, aber zum anderen natürlich auch super interessant und lukrativ für Firmen. Also diese Schwarzmärkte gibt es wirklich. Ist natürlich nicht irgendwie draußen am Bahnhof, aber halt irgendwelche virtuellen Seiten oder übers Tornetzwerk oder bin ich mir nicht ganz sicher, aber das ist natürlich immer so das Verschlüsselungsnetzwerk hoch 7 und Platz 1. Aber da gibt es natürlich auch positive Sachen wie Journalisten, die ihre Daten darüber verschicken, um irgendwelche Regimes zu entkommen, die das sonst benutzen, um die dann sehr unauffällig, sehr, sehr lange, teilweise auch ihr Leben lang verschwinden zu lassen.
Ja, da sind wir mal wieder bei 1 angekommen. Sie hat mal wieder ein interessantes Ergebnis. Okay, den können wir dann mal hier ausbauen. Private Policy. Achso, das habe ich gar nicht vorgelesen, glaube ich. Habe ich das da überhaupt gebaut? Ja, aber nicht vorgelesen. Also ist ja, also, oh, also dieser Service hier gibt echte Wünsche immer übrig. Je länger unverständlicher und vertrauenserweckender deine Erklärung zur Privatsphäre formuliert ist, desto bedenkenloser öffnen wir die Leute ihre Herzen. Oh, sind 1000 Profile und minus ein Risiko. TV-Spot, hat er nicht erklärt? Also vorgelesen, Plakatwerbung. Lass dir dein überzeugendes Plakat. Lass dir ein überzeugendes Plagiat. Ja, Plakatdesign und pflastere die Straßen damit voll. Ein wenig provokant muss es schon sein, damit auch wirklich was hängen bleibt. 8000 Profile minus ein Risiko und 30 Dollar Aufladung. 290, das reicht leider für nichts. Boah, 2600, also kann ich mich nicht beschweren. Das sollte auch euch genügen. Skispringen. Als Hauptsponsor beim Skispringen wirst du schnell bekannt und die sportlichen Couch-Profile werden dir nicht. Werden wir nur so zufliegen. So, muss mich gerade noch umsetzen. Sorry, wartet ihr mal am Bildschirm ein bisschen. So. Okay. Ich habe immer die Hoffnung, dass man. Also ich glaube, man hat die Maus vorhin nicht gehört, aber sicherheitshalber und so. Matura reißen. Achso, ja, das hatte ich beim letzten. Ex-Sportler. Warten wir noch, weil kann man eh noch nicht kaufen hier. Ist noch zu arm. Arm Kirchenmäuse. Müssen betteln gehen. So, 2. So. Jetzt Vorlesezeit. Konsumgewohnheit. Lebensmittel, Getränke, Kosmetika, Kleidung, Schuhe, Elektrogeräte, Tonträger, Video, Bücher, Zeitschriften oder Autos. Wenn du über ein paar Monate eine detaillierte Liste persönlicher Einkäufe durchsiehst, kennst du diese Person ganz gut. Allein aus den Supermarkteinkäufen kannst du ganz gut abschätzen, ob jemand reich oder arm ist, ob gebildet oder ungebildet und vielleicht sogar ob schwul oder hetero. Wenn du große Mengen an Konsumprofilen besitzt, kannst du deine hochintelligente Datenbankmaschine natürlich noch viel besser analysieren. Lässt sich super verkaufen, nicht nur für gezielte Werbung. Politische Einstellung. Jetzt wird's auch nochmal interessant. Liberal oder konservativ, links oder rechts, desinteressiert oder engagiert. Die politische Einstellung für viele Menschen prägen und darum ein unverzichtbarer Bestandteil eines ausgewogenen Persönlichkeitsprofils. Und auch wenn staatlicher Spitzelterror à la Gestapo oder Stasi in unseren Breitengraden eher der Vergangenheit angehört, für eine Liste unbequemer, kritischer oder gar radikaler Namen werden dir die Sicherheitsorgane dankbar sein. Ja, wie viel machen wir jetzt nur noch? 15? Gut, können wir Vorteilsclub wieder mal ein bisschen ausbauen. Ex-Sportler. Kauf dir ein Promi und lass ihn für dich werben. Ex-Sportler oder Rinnen? Sind Ex-Sportlerinnen sind auf jeden Fall beliebter als Ex-Politikerinnen und als Lieblinge deiner Nation besonders gut für deine Zwecke geeignet. 28.000 Profile minus ein Risiko und das war die Aufladung. Also das sieht man natürlich auch so wie zum Beispiel Schumacher, der gegen den Stein gefahren ist, eine relativ schwere Verletzung, was natürlich traurig ist für die Leute, die ihn jetzt wirklich persönlich kannten, aber ich meine, der Großteil der Nation kennt ihn jetzt nur als Autofahrer und ist natürlich schon eine Leistung, muss man auch sagen. Jetzt fährt nicht jeder mit 300 mal eben so durch so ein Formel 1 Parcours durch. Allerdings gut, wäre das jetzt irgendjemand anderes passiert, wäre bekannt ein, zwei Wochen und dann ja bei jemandem komplett unbekannt, hätte keiner kein Haar nachgekräht. 16.000 Profile minus ein Risiko und 100 Aufladung. Kauf dir einen Profi und lass ihn für dich werben. Baumeister. Ach so, das habe ich schon vorgelesen. Ja. Bezahltes Posting hatte ich auch schon. Also hatten wir schon.
spielen ist ja eigentlich halb zusammen. Ich spiele das ja irgendwo auch für euch. Ich hab's ja schon gespielt. So, Zahl zu Posting. Manager. Managerin. Werbefuzzi. Und hier der Werbefuzzi. Werbung ist alles in deinem Business. Dafür brauchst du absolute Profis. Absolute Profis. Die den Leuten das Hirn weich machen, oder? Ohne dass sie es merken. Also der Werbefuzzi war hier auch schon bei den FAQs, also in den meistgestellten Fragen auf der Website. Ist der Werbefuzzi Sascha Lobo? Antwort, wer ist Sascha Lobo? Also, ich muss natürlich sagen, Sascha Lobo, wer ihn kennt, der macht halt im Internet einiges an, auch auf Aufklärungsarbeit, gerade wenn es über Datenschutz geht und. Ich finde seine Artikel sehr interessant. Also, ich habe einige gelesen in letzter Zeit, ein bisschen weniger, aber das liegt auch an weniger Zeit. Da weiß ich gerade gar nicht so. Oder andere Sachen, die gerade ein bisschen mehr Priorität haben. Aber auf jeden Fall schreibt sehr gut. Finde ich auch immer wieder interessant. Aber er ist natürlich in dem Fall vielleicht ein bisschen an angelehnt, aber auf jeden Fall per Website oder in der Website steht natürlich nein. Und in der aktuellen Closed Beta ist er auch nicht dabei. Also haben sie, wenn sie ihn gefragt haben, hat er dann nein gesagt, um dort nicht aufzutauchen, oder sie haben gar nicht gesagt, und haben gesagt, okay, der Mann hat natürlich schon Persönlichkeitsrechte und die Figur war ein dummer Ausrutscher und sieht ihm zu ähnlich, wie es auch immer war. Ich will da jetzt hier niemandem irgendwas sagen. Ist halt schon für Internet relativ wichtiger Mensch, der auch gute Verbindung zum Rest der Republik hat, aber natürlich auch Persönlichkeitsrechte, ist klar. So wie der eine Mensch, der gegen Google geklagt hat. Will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil ich weiß nicht unbedingt, wer zuguckt. Waren auf jeden Fall. War sogar erfolgreich. Oder die eine Firma, die mit einem schlechten Image gegoogelt wurde, mit wirklich schlechten Sachen, und die hat auch gewonnen und... Ne, Moment. Der Prozess läuft mal nicht noch. 2000, also Ferienpraktikant, 2000 Profile, naja, aber auch nur plus 6 Auflagen. Ferienpraktikantinnen sind meist nicht so fit wie Studis, haben aber einen großen Vorteil, sie machen jeden Scheiß für dich. Ja. Die weibliche Version, Psychologe, hatte ich auch schon vorgelesen, für uns, und der Anwalt, alles fürs Team. Ah, also, eigentlich muss ich sagen, also das Spiel fesselt mich wirklich, obwohl ich eigentlich schon die Demo recht langweilig finde, im Gegensatz zum Closed Beta Teil, wo ich auch auf jeden Fall, aber habe ich schon gesagt, alles in die Beschreibung reinpacke, dass man da auch hinkommt. Mein Video wird übrigens, da muss ich hier selber mal gucken, wie ich das mache, unter CC-Lizenz veröffentlicht werden. Ich habe überlegt, hier mal testweise Werbung drauf zu machen. Vielleicht, dass ihr auch schreiben könnt, ob ihr... Ich habe jetzt persönlich dadurch, dass mein erstes Let's Play... einen Moment kurz. Dadurch, dass halt es mein zweites Let's Play ist und das erste war eine Wirtschaftssimulation im Mittelalter, ist natürlich jetzt nicht so massentauglich, ist aber schön, also ich achte natürlich jetzt nicht besonders auf Massentauglichkeit, die Sachen, die mir gefallen, und wenn es natürlich massentauglich ist, dann ist es super, obwohl ich finde, das kann auch ruhig jedes Spiel seine eigenen Interessen haben oder seine eigene Fangemeinde, wenn man da natürlich in ähnliche Bereiche dann immer mal wieder geht von den Let's Plays her, dann können vielleicht auch Leute neue Sachen entdecken, neue Spiele, die sie interessieren, und daher setze ich das gleich weiter vor und hoffe, ich vergesse es nicht. Der große IQ-Test. Neue IQ, okay, haben wir schon, aber gut. Minus ein Risiko und 30 Aufladung, ist klar. Mit einem netten kleinen Test zur Ermittlung des sogenannten Intelligenzquotienten kannst du beim Internetpublikum immer punkten. Da stehen die Leute drauf. Wie treu bist du? Neu, Vertrauenswürdigkeit oder unzuverlässig? Risiko A1 ist klar und plus 10 Aufladung. Mit diesem Test kannst du die Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit und Loyalität deiner User untersuchen.
Die Ergebnisse gelten natürlich nicht nur für Beziehungskisten.